Hallo liebe Indie-Freunde, Indie-Fans, Indie-Fanatiker, das ist der Sweatshop. Ich bin euer Mr. Velen 1974 und ich habe die Musik jetzt mal extremst leise gestellt. Ja, was erwartet uns da für ein Game? Ja, ich würde es auch wieder Clicker-Game nennen. Man kann dann also ein Desk machen. Wir brauchen jetzt noch eben einen Worker, der da eben auch arbeitet. Können wir uns noch einen weiteren Desk holen? Ne, können wir uns noch nicht. So, doch. Müssen wir noch einen Desk leisten können. So, warum geht das nicht? Achso, wahrscheinlich, weil ich jetzt erstmal Geld verdienen muss. Desk 12,3. Oder so wahrscheinlich. Ach, der ist dann teurer. Ja, Clicker-Game. Hervorragend. Geil. Komm, mach mal nochmal hier. So, jetzt kann ich mir. Jetzt müsste ich mir noch ein. Genau. Desk leisten können. Genau. So, jetzt versuchen wir uns mal einen Worker zu verdienen. Jetzt sagt ihr bestimmt, jetzt zockt der schon wieder so eine Scheiße. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir das Game anders vorgestellt, als ich es in der Beschreibung gesehen hatte. Und, ja. Was soll ich sagen? So, man kann jetzt erstmal hier ein bisschen klicken. So, jetzt kann ich mir gleich noch einen Worker leisten. Und, weiß nicht, was diese Plattform hier macht. Genau, und da will ich noch einen Worker haben. So, und jetzt kann ich ein bisschen arbeiten. Ihr seht schon, ja, das ist vielleicht jetzt nicht das Geilste, um es mal nett zu formulieren. Ich glaube, es ist sogar, wie sage ich es mal, jetzt nicht so spannend. Vor allem, das ist auch schon wieder, die Geschwindigkeit ist großartig. Das Lustige ist, wenn ihr diese, wie soll ich sagen, 20er-Jahre-Musik im Hintergrund habt, da wird er auch irgendwann bescheuert. So, komm, machen wir noch einen Desk. Zack. Da kommt gleich auch einer hin. Fertig. Sollen wir ein bisschen Geld verdienen. Ich gucke mal, ich nehme jetzt schon mal jetzt meine Uhr in die Hand. Und dass ihr eben das Ding hier nicht unendlich sehen müsst. Weil das, vermute ich, ist jetzt nicht so spannend. Vor allen Dingen, ihr seht ja auch, also ist ja auch nicht wirklich schnell. So, da kann noch ein Worker hin. Hui, ist das spannend. Jetzt haben wir schon drei Arbeiter. Hui. Großindustrieller, reloaded. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, so stellt sich wohl die FDP Kapitalismus vor. wir wissen, das hat ihr, glaube ich, nicht gut getan in den Umfragen und Prognosen und jetzt auch in den letzten Wahlen, aber mein Gott, ist das spannend. Ja, ich grüße jetzt mal den großartigen Rimto, du wirst mir sicherlich zustimmen. Das ist jetzt nicht spannend. Tja. Ich weiß nicht, was Walkers sind, aber wahrscheinlich kann man die auch freischalten. Das sind wahrscheinlich die Leute, die dann wahrscheinlich die Leute kontrollieren, weil wenn es etwas gibt, was auch ein Unternehmen machen muss, natürlich noch seine Mitarbeiter kontrollieren, weil das sind ja alles Großgangster. Nee, also das ist, ja. Da kommt weg. Bonus hier, Bonus da. So, da kann auch ein Desk hin. Da kann dann auch noch ein Worker rein. Ho, jetzt habe ich freigeschaltet A-Team. Wahrscheinlich hat bis dahin das sowieso noch keiner gezockt. Ich vermute mal, auch das wird wieder eine Geschichte sein, wo man, ja, das laufen lässt und dann so alle Jubeljahre mal klickt. Weil faszinierend ist das jetzt nicht. So, da kann auch ein Desk hin. Pui. Schalte ich ihn dann gleich da hinten vorher das B-Team. Wenn man noch irgendwas anderes machen könnte, wäre das ja auch nicht ganz so verkehrt. Ich weiß noch nicht, was die Plattform da bringt. Das werde ich wahrscheinlich noch in diesem Video rausfinden, weil wir sind gerade mal bei 3 Minuten ein paar zerquetschten. Oh mein Gott.
Ich habe übrigens auch schon wieder, das werdet ihr dann ja zeitig sehen, auch wieder so ein Indie-Hype gehabt. Ich werde hier also versuchen, immer so in so einer, wenn ich da die Chance dazu habe, das auch vom Aufnehmen, dass wir da immer so ein, naja, ich würde sagen, so einen Strang bekommen. Weil das fasziniert euch ja nie so wirklich. Weil das, was sich alles so Indie nennt, da können wir allein auch einen Podcast zu machen, weil das ist ja mittlerweile kein Indie mehr. Das ist ja, ne, auch eigentlich Mainstream. Deswegen ist auch das, wenn irgendwie Leute sagen, irgendwie, ja, der und der Publisher war da und sonst ist ja No Man's Sky ist, wenn man so will, auch ein Indie-Game, weil ist ja nur von Sony gepublished worden. Es muss ja nicht immer ein Independent Publisher sein, sondern es reicht ja auch ein Independent Game Studio oder ein Independent Designer. Ich meine, es wird ja absichtlich so schwammig formuliert, ja, damit es für alle Sachen gilt. Klar. Und Steam rühmt sich ja damit. So. Noch ein Worker. Boah, jetzt geht's ab hier. Jetzt wird aber hier massenproduziert. So, komm hier, weiter. Gib alles. So, kann man hier noch irgendwo einen Takt geben, damit das ja ein bisschen schneller geht. So, erstmal zack. So, steht der Tisch schon mal da. Da kommen noch mal hier, was auch immer hier produziert. Zack, noch mal einer. So, jetzt geht's so richtig zur Sache. Noch ein Desk. So, zack. Bin mal gespannt, ob wir gleich wirklich freigeschaltet haben, B-Team. So, bei 42 haben wir den nächsten. Ja, und dann werde ich mal gucken, dass man mal diese Plattform kriegt. Müsste ja einigermaßen schnell gehen. Boah, was ist fern von spannend. Also für die Leute, die dieses Video als Podcast hören, die werden wahrscheinlich mehr Spaß haben als die Leute, die das Video sehen. Ich finde ja auch immer so lustig, wenn Leute nur in das Video reingucken und dann das schreiben, was ich sowieso sage. Das finde ich immer ganz großartig, wenn ich dann immer sage, ja, da habe ich wohl recht gehabt. Was jetzt nicht so überraschend ist. Profit. Okay. Ich habe irgendwas freigeschaltet. Das ist okay. Jetzt wird es ja wirklich schnell. So. Ach, da. Ach, dann kann ich die jetzt noch alle upgraden. Ah. Dann ist der wahrscheinlich noch effizienter. Was ist denn, mache ich denn mal Material? Oh mein Gott, ey. Das heißt, ich kann die alle noch upgraden? Ach du Scheiße. Ich weiß ja, der Grüße hier, der großartige Rimtur, der wird mir wahrscheinlich sagen, so wie er mich kennt, werde ich das wahrscheinlich auch noch ausprobieren. So, komm, wir upgraden jetzt mal eben alles noch. Zack, zack, zack. Effizienz. Wumm. Wenn das gleich alles war, dann habe ich hier aber eine tolle, super Fabrik gebaut. Was soll ich auch mal? Plus 1, ey. Also, das ist ja nun. Und wieder ein Bonus. Zack, 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 zack. So. Du kriegst auch noch ein Upgrade. Alter, das ist doch. Sollte ich eigentlich auf das Viech warten? Und dann abräumen? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal nichts mache? Produzieren die dann weiter? Produzieren. Naja, achso, dann werden die Akten voll.
Ich will mal wissen, wenn jetzt hier irgendwie so ein Viech kommt, muss doch richtig an die Punkte geben, meine ich. Ach, dann kann ich hier wahrscheinlich noch ein Desk setzen. Wahrscheinlich. Wie groß ist denn das Büro? Oh, ich sehe schon, was man alles machen kann. So, und jetzt. Boom. Bah. Double Money. Ja, ich bin filthy rich. Zack. Hallo? Haben wir einen anderen genommen? Wollte ich gar nicht. Kann ich hier schon mal wieder ein Desk bauen. So. Habe ich noch irgendwas freigeschaltet? Wie Error. Ach so, weil ich das nicht kann. Aber ich kann alles. So, zack, zack, zack. Und wo ist das Viech? Boom, 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 boom. So, erstmal noch ein Worker. Zack. Und hier noch ein Worker. So, was ist denn noch so Viech? Ich meine, ich habe ja schon Interesse daran, dass ich jetzt wahrscheinlich einmal den Level upgrade. Oh, wir haben schon 10 Minuten. Auch interessant oder eher nicht, eher mitleidungswert. So, zack, zack, zack. Ich habe eigentlich keinen Bock auf diesen Klickerkram, aber ich will jetzt trotzdem wissen, was da passiert. Im Prinzip habe ich doch jetzt eigentlich, kann ich ja auch nichts machen, außer die. Achso, da habe ich auch noch. Ach. Okay, also da passen noch Tische hin. Warte mal, wir packen jetzt erstmal da die Tische hin. So, zack, 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 zack. So, alles mal hier. So, und dann brauchen wir hier noch einen Worker. So, und wir brauchen mal eben kurz noch für einen Platz, noch mal einen Arbeiter. Kosten ja nichts. Habe ich eigentlich schon die Sklaverei erfunden? Ich glaube schon. So. Und dann macht man ein bisschen hin. Aber plus eins machen die nichts, ne? Also das heißt, ich muss die Scheiße selber einsammeln. Oh, das wird spannend. Ist klar. Dieser Arbeiter nimmt man nichts von selbst. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. So. Warum ist erstmal noch Desk? So, noch ein Worker dran. Aber wahrscheinlich muss man wirklich auf das Viech warten, den Bonus abräumen und weitermachen. Na gut, wahrscheinlich, ihr kennt mich gleich. Ich habe gleich das wahrscheinlich gleich sowieso durchgezockt. Aber ist genauso, ne? Plattform wird auch mal teurer. So, komm mal her, du Viech. Kann ich hier mal richtig abräumen? Na ja, komm. So, jetzt wurm, 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 wurm. Einmal hier richtig abräumen. Ohne Gnade. 220, ja voll. So, zack, Desk und sofort einen beschäftigen. Das ist das Wirtschaftswunder. So. Ja, Kapitalist. So, und noch ein, zack. So, wo ist denn diese Scheißratte? Ich würde mal gucken. Also das kriege ich doch wohl noch hin, ne? Dass ich auf jeden Fall mal eben kurz noch alles upgrade. Da will ich noch wissen, was Material ist. Und dann reicht das auch für das Video. Also jetzt schon so.
Fascinating ist das nicht wirklich. Aber die machen tatsächlich alleine nichts, ne? Ach, und dann schläft er. Tja, das wüsste ich aber, mein Freund. So, komm, ja. Und zack, 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 zack. Geld, 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 Geld. So, bup. So, dann hier noch ein Tisch hin und natürlich noch ein Arbeiter. So, dann haben wir nun die untere Reihe. Aber ist cool, ein Pin sein. Da ist wieder Zuckerbrot und Peitsche, meine Damen und Herren. Zuckerbrot und Peitsche, ja. Weil dieses... So, ist einfach der Arbeiter. Ohne vernünftige Chefetage läuft da gar nichts. Merken Sie sich das mal. Das ist eine unglaubliche Verantwortung, Befehle zu vergeben. Das kann nicht jeder. So. Und noch ein Worker. Jetzt brauche ich ja eigentlich nur durchklicken, ne? Aber das ist interessant, dass da irgendwie kein Unterschied ist, ne? Wenn die da irgendwie einen PC haben oder sonstiges. Weil eigentlich müssten die ja effizienter sein. Aber so ist der Arbeiter. Der ist nicht effizient. Der muss hier mal lernen, wo es lang geht. So. So, wo ist die Ratte, die ich brauche? Danke. So. Dann kann da noch ein Desk hin und auch noch ein Arbeiter. Und so will ich das haben. So, haben wir noch zwei Tische. Und dann holen wir uns noch überall diese Rechner. Und dann will ich mal wissen, was das Material noch ist. Alter, wir haben 15 Minuten. So lange wollte ich mich mit dem Ding gar nicht beschäftigen. Aber ich mach's trotzdem. Ihr kennt mich ja. So, bevor du jetzt wieder einpennst. Naja, ihr pennt nicht ein. Das Pensum würde ich sogar noch erhöhen. Bei diesem faulen Pack. Alles nichtsnutzige Faulenzer. So. Zack. Und noch ein Desk. Und noch ein Arbeiter. So. Ist die Fabrik gleich voll. Diesen faulen Schmarotzern. Ich bin einfach ein Gutmensch, dass ich solche Leute beschäftige. Eigentlich bin ich derjenige, der das Bundesverdienstkreuz verdient. Und ich gebe diesen nichtsnützigen Nichtskönnern eine Heimat. Achievement, Achievement, Achievement. So, jetzt brauche ich nur noch upgraden, ne? Ja. Mehr ist da ja nicht. So. Zack, 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 zack. So, du wolltest immer schon einen PC, du kriegst einen. Kriegst auch einen, so. So, nächste Ratte. Da kriegt man ja was vernünftig Kohle, weil so kriegst ja nichts. Das ist ja ein Witz, was du hier kriegst. Plus eins, da klickst du dir ja die Maus kaputt. So, wo ist das Viech? Ich will die Ratte sehen. Die kapitalistische Ratte. Die jetzt nicht kommt. Da ist er. Die manchmal sehr irgendwie wählerisch ist, dass sie nicht angeklickt werden will. Wahrscheinlich auch ein Freund beim Tierschutz.
auch solche Bombenleger. So. So, du kriegst erstmal noch, zack. Und du kriegst auch noch. Für dich ist noch nicht drin. Aber gleich. Ich bin mal gespannt, was da wirklich passiert. Aber da habe ich wahrscheinlich tatsächlich irgendwie alles fertig. So, da ist die Ratte. Ja, komm. Und zack, 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 zack. Ah, schneller. Da muss ich mich auch konzentrieren. Das ist leicht verdientes Geld. Zack. Du kriegst auch nur so ein Maschinenge. So. Das ist so bescheuert. So, wo ist die Ratte? Immer vollkommen durchdrehen auf der Suche nach der Ratte. Aber sonst machst du echt nichts, ne? Du klickst hier durch, also auch das ist doch mit Sicherheit irgendein Smartphone-Game. Was ist denn die scheiß Ratte? Könnte ich jetzt mal gebrauchen. So schnell wäre ich nämlich fertig mit der Reihe. Und das Viech. Kommt nicht. Gott, hast du gedacht, du kriegst kein Upgrade? Doch, kriegst du. Yeah. Okay, so. Gas geben. So, schön. Kriegst du auch deinen PC. Hast du lange für gekämpft, hä? Laumalocher. Können wir die Zielvorgaben erstmal ändern. Oh, zack, 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 zack. Da ist wieder die Ratte. Ja, genau. So, zack. Und noch einmal ein PC. So, 6 PCs brauche ich nur noch. Wir haben 21 Minuten. Ich spiele das wahrscheinlich wirklich eine halbe Stunde. Und da ist wie die Regel, da kommt wieder der Satz, andere Sachen zeigst du nur 10 Minuten und jetzt zeigst du so eine Scheiße ewig. Ja, hol doch. Hol doch. So, ich will das jetzt wissen. Hier ist die Regel, seid froh, dass ihr mich nie als Chef habt. Das ist Lomalocha-Leben vorbei. So. Es macht aber nicht so viel Spaß. Vor allem Station Worker. Kann man hier sehen, was noch alles so kommt? Nee, ne? Ich meine, Fakt ist, das Büro wird nicht größer. Also das ist der Vorteil. So, ihr schlaft mir nicht ein. Da kriegt man auf jeden Fall Bonus, wenn man das ganz zum Schluss macht. Den meisten sinnvollen Bonus kriegt man allerdings trotzdem mit der Ratte. Da ist sie wieder. So. So. Hier. Da ist dein niegelnagelneuer PC. Freu dich. Nun arbeite. So, kriegen die anderen da auch noch einen? So. Da ist wieder Ratte. So, zack, 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 zack. Klick durch. So, wo kannst du den verdienen, ne? Ja, da hast du ihn. So, bei den anderen Sachen bin ich jetzt gleich mal gespannt. Dann gucken wir noch einmal, was das Material ist und dann reicht das auch.
Vor allem, wenn ich hier wirklich selber klicken muss. Nee, da habe ich nicht wahnsinnig Bock drauf. So, zack. Ist sie wieder. Die wichtigste Ratte meines Lebens. So. Zack, aber kriegst du immer nur 10. Egal wie viele da sind. Das reicht schon gar nicht. Ich strecke mal ein bisschen meine Beine. Das wird euch bestimmt brennend. Ich werde danach auch die Aufnahmesession beenden. Und dann habe ich nur noch zwei Sachen, die ich aufnehmen muss. Und dann ist der Indie-Wahnsinn auch erstmal wieder vorbei. Oh. So, zack. Ach so, ich habe ja Bonus. Was warte ich denn hier? So. Plattform, so. Gleich haben wir's. Gleich ist das Büro perfekt ausgestattet. Ich hoffe jedenfalls. Dann gucke ich mir noch ein bisschen Olympische Spiele an, falls das irgendeinen interessiert. Falls ihr da jetzt wissen wollt, wann ich das aufnehme, ich erwarte auf das Finale von 4 Kerber. Das interessiert euch bestimmt auch totalen Scheiß, aber mir gehen so ein bisschen die Texte bei diesem Game aus. Könnt ihr uns auch den fiesen Boss raushängen lassen, aber den habt ihr ja wahrscheinlich auch selber in echt. So. So, komm, weg, weg, weg. Klick, klick, klick. So. Zack. Es fehlt nur noch einer. Und dann haben wir's. Und dann gucke ich mir nochmal an, was das Material ist. Wenn das Material auch überall abgegradet werden muss, dann sage ich, no way. Ich bin mal gespannt, nicht, dass ich tatsächlich irgendein Spiel kriege und in einer stillen Stunde das tatsächlich durchzocke. Weil ich kenne mich. Weil das ist ja wieder was, was so unglaublich simpel ist. Das schaffe ja selbst ich. Die Musik nervt. Die würde ich als erstes abschalten. Gut, kann ich ja, Gott sei Dank. Aber ihr kriegt davon Gott sei Dank kaum was mit. So, zack, 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 zack. So, du hast gleich deinen PC. So, bip, 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 bip. So, den hat er definitiv. So, jetzt muss ich noch gucken, dass ich auch noch hier fürs Material was habe. So, du kriegst erstmal deine Plattform. So, zack. Und noch ein Achievement. So, jetzt wollen wir mal gucken, was mit dem Material passiert. So. Immer weg mit euch. So. Jetzt nochmal schöne Ratte, dann wäre nämlich auch wirklich Feierabend, aber gut. Zack, 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 zack. Da ist er. So. Ah! Das ist ein anderes Material. Da ist jetzt die Frage, bringt uns das was? Verdient ihr damit mehr Kohle? Schon wieder irgendein Achievement gekriegt. Das habt ihr jetzt nicht gerade gesehen, sondern für Steam extern. Crazy, sage ich euch. Crazy. Crazy. Sollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich die Nähmaschine kriege?
Da siehst du genau das Gleiche. Da passiert gibt's keinen Unterschied. Der ist auch nicht effizienter und es gibt auch nicht mehr Kohle. Komm, die Nähmaschine machen wir jetzt noch, aber dann reicht das auch. Ich hoffe nicht, dass da noch irgendwas kommt. So, bip, 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 bip. So, da haben wir schon mal 300. So. Ja, siehst du, jetzt hast du eh noch, jetzt haben wir eh 29 Minuten, dann können wir die 2 Minuten auch noch abwarten. Aber ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare, wenn ihr sagt, so eine Scheiße machst du 30 Minuten, du alter Affe, so eine Kacke. Ja, wie schon gesagt, heul. Und heul laut. Boah, das ist aber schon, muss ich sagen, ein bisschen sehr zeitaufwendig. Aber wir wissen es gleich. Nur wenn da nichts mehr anderes kommt, dann weiß ich ja jedenfalls, wie man upgradet, ne? Dann müssen die überall hier 200 haben. So, und jetzt komm. Gib alles. So, ich kann sie mir leisten. So. Ich gratuliere ihm zur Nähmaschine. Es gibt tatsächlich noch was. Ja, aber es ist noch nicht mal in einem tollen Bild hier zu sehen. Das heißt, man muss das Ding im Vollbild zocken, damit man überhaupt irgendwie weitermachen kann. Na, toll. Naja, egal. Ich glaube, es reicht jetzt auch. Das war Sweatshop. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist auch wieder ein 25-faches Klicker-Game. Ja, ihr wisst, was ihr tun müsst. Hoffe ich. Sehen wir uns mal wieder. Bis dann. Tschüss.